Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part unserer Sims 2 Waisenhaus Challenge. Im letzten Part war hier doch einiges los. Wir haben für den Anton die Susanne eingeladen. Die ist auch schon da. Die beiden sind, glaube ich, auch mittlerweile verliebt. Das passierte ganz lustig, als nämlich Jörg seiner Natascha ein Ständchen brachte, hat es bei denen auch gefunkt. Fand ich irgendwie ganz lustig. Susanne ist schon am Billard spielen, dann könntest du eigentlich auch mal mitspielen, wenn du gegraben hast. So. Die anderen sind alle beschäftigt noch mit sich umziehen, sauber machen, sonst noch was. Ich habe hier schon eine Verlobung gestartet, also die beiden sind jetzt offiziell verlobt, wollen heute noch heiraten, deswegen wird auch gerade noch mal im Garten rumgegraben, weil ich noch ein bisschen Geld haben will. Hier steht schon mal das Mampfbuffet. Und jetzt geht's darum, die beiden irgendwie ins Haus zu kriegen, weil es wäre schön, wenn sie beide drinnen wären. Und dann wollen wir natürlich nachher auch noch eine Party steigen lassen. Ach ja, es hat auch noch angefangen zu schneien. Und ja, gucken wir mal, ne? Dass wir jetzt die Leute irgendwie, beschäftigt kriegen. Komm, geh mal üben, vielleicht macht sie ja mit. Kannst du mitmachen? Jetzt geht's gerade nicht. So, und du lädst dir deinen Typen ein. Wo ist denn der? Oh Gott. Hier, den da. Sie will sich nämlich auch verloben. Also, verloben geht, denke ich mal. Außerdem feiern wir heute noch was. Halt, stopp, stopp, stopp. Genau. Machst du automatisch mit oder könnt ihr mal da irgendwas machen? Bitten mitzumachen. Genau, spiel einfach mal mit ihm mit. Er sitzt jetzt immer noch in der Dings da. Naja, gut. Wie nett, dass du mich einlädst. Jawohl, genau, das machen wir. Ich bin hier noch ein bisschen gerade am Rumjonglieren. So angezogen bist du ja, ne? Ja, das können wir machen. Gut, dann kommst du mal... Haben wir eigentlich Müll? Nee, haben wir nicht. Gut, dann recycle doch das mal und recycle das auch mal. So, hast du was zu tun? Nee, du Opi, du kommst nicht. Och Mann, jetzt haben die aufgehört, da zu spielen. Was machen die denn da? Ach, ist das... Naja, gut, so wird das nix. So, komm, hopp. Wo ist denn dein Typi? Ah, da. Okay, ich glaube, das ist er halt. Ist er das? Malte? Oh Mann! Ehrlich, Leute, ihr macht nur Zeug, was ich nicht will, dass ihr es tut. Komm gefälligst wieder hier raus. So, du halt, stopp. Du, was willst du von deiner Mutter? Weiß ich nicht. Interessiert auch gerade kein Mensch. Du kannst mal hier spielen. Ach Gott. Wenn du fertig bist, nee, gehst du nicht mehr spielen, dann gehst du hier an deine Madame ein bisschen flirten, mal kneifen, würde ich sagen, und wertschätzen, bewundern, das dürfen wir ja nicht vergessen. Und vielleicht könnt ihr euch dann mal umarmen, romantisch und mal küssen. Das wäre ja auch schon mal eine richtige Richtung. Oh, erster Kuss. Ja Gott, warum nicht? Auf dann. Dann hätten wir das Ding auch geschafft. Er will ja ein Date mit ihr, ne? Das ist auch ein bisschen blöd, oder? Nee, mit ihr ausgehen. Ach so, später, okay. Wen wollte ich jetzt noch irgendwo hinschicken? Susanne, du bist da beschäftigt, du bist irgendwo. Wo bist denn du jetzt? Was machst du da draußen? Dann geh du auch spielen. Komm, hopp. Seid ihr beschäftigt jetzt alle? Du machst da oben Musik. Gut, okay. Ich muss ja mit ihr hier mal weiterwursteln. Gerade kurz. Knochen. So, Malte begrüßen. So, begrüße ihn. Lalala. Ja, so, stopp. Verloben. Ja, wir verloben uns heute mit allen möglichen Leuten. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie weit ihr schon seid. Tratsch mal mit ihm. Rede mal über Hobbys, Kunst und Handarbeit. Wie weit seid ihr zwei denn? Ich bin ganz durcheinander jetzt mit den Leuten. Ah, doch, auch schon. Ja, super. Gut, dann könnt ihr mal ein bisschen flirten, Ständchen bringen wird mir langsam ein bisschen zu heikel. Dann kneif ihn einfach mal nur. Und umarmen. Romantisch. Und küssen.
Romantisch. Und dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt. So. Wie weit seid, sind denn die anderen jetzt mit dem Graben? Bitte grabt mal ein paar Sachen aus. Ich brauche noch ein bisschen was. Hast du fertig gegraben? Komm, eins noch. Auf wie? Grab schneller! Deine Madame ist da. Warum grabt ihr immer so langsam? Ich bin ungeduldig, Leute. Ich bin heute ungeduldig, okay. Also immer noch nichts gescheit. Könntest du mal was Gescheites ausbuddeln? Ich brauche was anderes als immer nur dumme Knochen. Ein Stein. Also irgendwie war das heute mit dem Graben nicht ganz so erfolgreich, aber egal. Wir haben hier ein paar Knochen. Und einen Stein. So, was hat sie ausgegraben? Zwei Knochen. Na toll. Nee, weg damit. Hast du noch irgendwas im Inventar, was verkaufsfreudig wäre? Nee, die Fotos verkaufen wir nicht. Du hast auch nichts. Du hast auch nichts. Was hast du denn noch? Zwei Teller. Ja, her damit. Husch, husch, weg damit. Und was hast du? Oh Gott, ja, auch nur so ein Schrott. So, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Geld. Ich brauche doch Geld, ihr Lieben. Jetzt überlege ich gerade nur, wohin damit. Ja gut, warum nicht? Das müsste eigentlich platzmäßig passen. Da. Können wir uns eine Hochzeitstorte leisten? Jawohl. Genau die. Einmal Hochzeitstorte. Reicht's auch noch für ein paar Ballons? Was kosten die Dinger denn? 50, ja, prima. Man muss ja auch sehen, dass hier was los ist, ne? Also, zapp. Und einer geht noch, komm. Da-da-di-du. Hier hin. So, das sieht doch, denke ich, schon mal ganz nett aus. Für eine Party müsste das genügen. So, okay. Dann, was ist jetzt los? Was ist los? Wo ist Natascha jetzt hin? Achso, aufs Klo. Schrecke, lass nach. So, du gehst dich dann mal bitte umziehen. Geh dich mal umziehen. Abendkleidung. Wir machen das in angemessenem Stil. Und dann kommst du mal her und mal... Wo ist das Telefon? Hallo, Telefon? Achso, da. Ach, ich bin wieder blindfischmäßig unterwegs. Wir wollen eine Party veranstalten, eine Hochzeitsfeier. So, und dann hoffe ich einfach, dass die liebe Natascha da bleibt. So, und ihr zwei. Dein Wunsch ist das mit dem Verloben. Oh Gott, dann frag ihn einfach. Antrag verloben. So, passt da. Ganz unspektakulär wird sich jetzt verlobt. Bloody! Oh, Mann, Alter, Bruder! Mann, das ist ein Wunderlevel! Oh, mein Leben! Oh, meine Ohren, meine Ohren. So, und schon geht's der guten Madame besser. Was will sie jetzt? Was will sie jetzt? Halt, stopp, wie? Heiraten. Nee, das tut mir leid. Das wird wohl nichts werden. Ja, eine Schatzkarte. Sehr schön. Brauchen wir zwar jetzt gerade nicht mehr. Oh, er wollte sich nicht verloben. Ja, so ein Pech auch. Du musst nicht einziehen, du musst nicht heiraten und gar nichts. Also insofern, mach dir einfach mal keinen Kopf. Wir könnten mal da hinten vielleicht Musik machen und uns dann hier vielleicht mal hinsetzen. So, wäre doch mal ganz nett, oder? Oder wir, ja, mal gucken, ne? Müssen wir mal schauen. So, was machen denn jetzt die anderen alle? Du bist am Spielen. Du bist... Seid ihr oben? Oh, ja. Oh. Na? Hallo, Stana. Ach, wie süß. Hier geht ein Ding gerade nach dem nächsten. Ich bin ein bisschen überfordert. Ihr merkt das wohl. Der Anton wird natürlich eingeladen. Zur Feier ist ja mal ganz klar. Wen laden wir denn jetzt sonst noch ein? Hatte ich noch irgendwen Wichtiges zum Einladen?
Keine Ahnung, die anderen sind ja eigentlich alle schon da, ne? Brauchen wir eigentlich nur Anton einladen, oder? Wollen wir die auch einladen? Ja, komm, wir laden die auch ein und den da meinetwegen noch. Nee, die kennt kein Mensch, den kennt auch keiner, den auch nicht. Wer ist denn das? Kenne ich nicht, will ich nicht, keine Ahnung. Den können wir noch einladen, dann haben wir unsere Mädels auch noch wen da. Die Conny, ist die nicht schon da? Ich denke gerade nach. Ist Conny schon da? Nee, laden wir die einfach auch ein. Dennis muss nicht sein, die muss auch nicht sein. Nee, ich glaube, das reicht dann schon. Das sind 5 Leute. Das muss genügen. Zack. So, wartet mal kurz. Wir haben uns gerade geküsst. Glückwunsch. Die Hochzeit hat begonnen und die Gäste sind unterwegs. Die Festlichkeiten können beginnen. Ja, können sie gleich. Aber weil wir gerade so schön dabei sind, warte mal, umarmen. Wir wollten doch was fragen eigentlich. Tanzen, küssen, fragen. Nee, wo haben wir denn das? Oder gibt's das noch nicht? Och, Manno. Wie weit seid ihr beiden denn jetzt? Ich bin ganz durcheinander hier. 178, okay. Dann müssen wir noch mal ein bisschen wertschätzen, bewundern, flirten. Zweideutige Anspielungen machen. Nochmal umarmen, festdrücken und küssen. Eng umschlungen, würde ich sagen. Und ich hoffe, dass wir ihn dann nach einer festen Beziehung fragen können. Dann hätten wir das nämlich auch erledigt. Ach Gott, ich bin heute mit ganz viel beschäftigt, wie ihr seht. Ich versuche gerade alles auf einen Schlag zu machen. So, wo ist er? Wo ist er? Halt! Bleibt doch mal da jetzt. So. Die beiden unterhalten sich. Was machst denn du da? Ah, du bist der Einzige, der noch ordentlich angezogen ist, ne? Ja, wo wollen wir denn jetzt mal hin? Wir haben noch nicht alle Gäste da. Komm du mal hier raus. Komm. Nee. Hier, hingehen. Falls die Gäste gleich kommen. Ich weiß ja nicht. Komm, mach hinne. Die anderen sind da beschäftigt. Warte mal, du könntest mal den Malte bitten mitzumachen. Komm. Kann man ihn nicht bitten mitzumachen? Die sitzt doch da ganz lieb. Warte mal. Nee. Umarmen, verabschieden, unterhalten, wertschätzen. Was? Gartenverein einladen mitzumachen. Genau, das sollst du machen. Ja. Oh. Und so wird die neue Braut behandelt. Na toll. Ich fasse es ja nicht. Hallöchen. Ach, die kommen alle direkt rein. Sehr gut. Wen haben wir denn da? Die Conny haben wir da. Den Anton natürlich. Den Adam. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Wer von euch war auf Adam fixiert? Ich glaube, Tamara und Adam. Genau. Die kann mal direkt Adam begrüßen. Hallöchen, unterhalten, Witz erzählen, reden, tratschen, erzähl mal von den ganzen Verlobungen und. Wertschätzen, bewundern, dann kannst du flirten. Wir müssen ja hier mal zugange kommen und überhaupt, ne? La la la, romantisch und küssen könnt ihr euch, glaube ich, auch schon, oder? Wie war das? Auch der erste Kuss. Ach du meine Schande. Na, wir legen heute drauf. Ich sag's ja. Ich hoffe, es geht nicht alles irgendwie verloren. Dann war da noch ein Mädel. Ach so, nee, wir haben da nur ein Mädel noch dabei. Wer ist das? Linda Scheuer, wer auch immer du bist. Wartet mal, jetzt muss ich sortieren. Er hat die... Wen hast du denn? Gott, wer ist denn jetzt für dich gedacht? Ich blicke gar nicht mehr durch. Genau, die Conny. Die Conny Berger. Jawohl, da ist sie doch. Nimm sie dir doch. Dann begrüß die mal. Reden, tratschen, umarmen, romantisch, küssen. Ach nee, ist ja auch der erste Kuss. Hilfe, nee. Dann, mal langsam. Und hör mal auf, da zu spielen, so, und unterhalten, Witzchen erzählen und wertschätzen, bewundern und flirten. Ja, kannst mal umgarnen vielleicht und ja, also was, ne? Macht ihr mal schön. Du bist ja mit ihr beschäftigt, genau, so soll das sein.
Und du bist dann mit ihm beschäftigt und du hast noch überhaupt niemanden. Das macht aber nichts. Ich finde auch noch wen. Wer ist denn das? Kannst ja die Dame da begrüßen da. Irgendwie, dass du dich mit der unterhältst. Irgendwie, keine Ahnung. Plauder mal mit der. Vielleicht ist das ja auch ein Teenie. Ich habe keinen Plan. So, und du machst da oben Musik. Das ist in Ordnung, ne? Und, ja. Tamara? Wer ist denn das? Doch, Tamara, genau. Jo, gut. Ich glaube, dann haben wir es soweit. Dann können wir mal, ja. So, wir brauchen, was brauchen wir denn? Wo ist er denn jetzt? Oh Gott, wo ist Natascha? Hallöchen, da kommen noch mehr Leute. Ach Gott, nee. So, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo bist denn? Hallo, wo bist du? Ach, da. Gut, Natascha, wo bist du jetzt hin? Oh Gott. Natascha, ich suche die Natascha. Wo ist Natascha? Da ist... Wer ist das jetzt? Anton Seidel macht die Betten. Kaum wieder zu Hause und schon geht er ans Werk, um die Betten zu machen. Da oben steht Beate und macht Musik. Okay, Natascha sehe ich jetzt gerade nicht. Nicht, dass die rausgerannt ist. Hier ist sie nicht. Sitzt sie vielleicht auf Toilette? Nee, wo ist sie denn? Natascha, Hilfe, lass mich nicht im Stich. Natascha? Es sind eindeutig wieder zu viele Leute unterwegs. Wo ist Natascha hin? Hallo? Im Garten ist sie doch aber auch. Da ist sie. Ach Gott, ich werde noch wahnsinnig. Natascha, komm mal bitte zu mir. Wir wollen hier zusammen Natascha bitten mitzumachen. So, sonst kommt die nie zu mir, sonst ist sie... So, wie viel Uhr sagt meine Uhr? Keine Ahnung. Das könnte heute ein bisschen schwierig werden, die Uhrzeit im Auge zu behalten. Ja, ja. So, genau. Und dann können wir mal ein bisschen kuscheln vielleicht. Ja. Kuscheln mal mit ihr. Das muss jetzt mal sein. Hallo. Tag. Komm, wir kuscheln mal ein bisschen. Ja, oh, lass uns kuscheln. Oh, wie schön. Kann man da auch küssen? Romantisch. Ach, okay, gut. Dann, das Einzige, was jetzt nicht so ganz passt, ist ihre Klamotte. Aber ich kann jetzt auch keinen Hochzeitsbogen besorgen, kaufen, damit die sich mal umzieht. Das heißt, wir gehen mal hier hin. Weil das will ich noch haben. Und dann flirten wir nochmal. Und umarmen sie. Oh Mann. Ups. Ach, wie süß. Ich sag ja. Hier geht's grad ab. Ich weiß. Wo ist jetzt Natascha wieder hin? Eben wollte ich doch mit dir da... Ja, ich liebe das. Leute, ich liebe das. Jetzt ist sie wieder weg. Ich glaube, ich nenne diese Folge auf der Suche nach der Braut. Da. Wie bist denn du jetzt so schnell in der Zeit dahin gehüpft? Flirten. Okay. Dann, es war ja schon so schön, machen wir ihr nochmal ein Ständchen. Und hinterher machen wir den Antrag heiraten. Sonst komme ich da nie mehr dazu und dann wird das in 100 Jahren nichts mehr. Wieso hast du jetzt... Ach, du Mäuschen, kannst du mal... Okay, ich muss erstmal wieder Play drücken. Ja, mach Musik an, das ist okay. Und dann tust du bitte diese Schüssel da mal weg. Wer will denn da jetzt was essen? Alfred. Nee, wir gratulieren nicht. Alfred, du lässt jetzt die Schüssel da in Ruhe, beziehungsweise du kannst sie mal abräumen. Susanne, komm, geh Essen servieren, das ist mir echt zu dumm. Macht ihr jetzt mal bitte das, was ihr sollt. Nicht essen. Nein, auch wenn du Hunger hast, du kriegst gleich. Rest weglegen. Cool, echt cool.
cool. Ja, Susanne, weiter servieren oder was ist los? Kannst du nicht? Haben wir nicht genug Geld zum Servieren fürs Essen? Okay. Das kostet auch Geld. Da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Egal. So, du nimmst dir was. Ja, das ist in Ordnung von mir aus. Du kannst dir dann auch hier was nehmen. Gleich, sofort. Ja, jetzt wollen wir erstmal heiraten. Die Hochzeit will ich noch haben. Stopp. Machst du jetzt nicht, was du sollst? Ah, Jörg! Was ist hier wieder los? Entschuldigt, dass ich mich gerade so aufrech, aber nichts will so funktionieren, wie ich mir es wünsche. Kannst du jetzt die Frau heiraten hier? Das ist zwar ein bisschen blöd, oder warte mal. Nee, erstmal zusammen tanzen, na, Musik an, dann steht sie wenigstens schon mal. So, auf jetzt. Hopp, hopp. Mach mal hinne, Mann. Ich mach hier extra das Bild weg und so. Und dann bitte Antrag heiraten. Ich will jetzt endlich heiraten. So, stopp, 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 stopp. Wo ist meine Maus? Maus, 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 da. Oh Gott, wir haben es endlich geschafft. Und seine Laune ist endlich im Platin-Bereich. Ihr seht es, war jetzt unspektakulär ohne Ende, aber macht nichts. Es wurde getan. Und zwar haben wir jetzt... Es ist immer noch klasse Stimmung. Und Natascha ist gerade eingezogen und hat 84.702 Simoleons mitgebracht. Ich kacke ab, Leute, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Die bringt ja Geld mit. Hätten wir die vorher einziehen lassen, hätten wir uns einen Hochzeitsbogen leisten können. Okay, so, Mädel, du hast Hunger, dann lass uns doch mal schnell noch die Torte anschneiden. Und dann können wir nämlich den Party auch beenden. Ich glaube, dann reicht das erstmal. Dann ist die Zeit auch sowieso rum. Komm, Natascha, meine Liebste. Immer noch im Anorak, total unspektakulär. Kannst du mal aufhören hier? Ja, komm, hör mal auf zu essen. Mach mal hin, nee. Dein Mann will was von dir. Ja, und jetzt kommen natürlich diese ganzen Meldungen, die kein Mensch braucht. So, komm, gib mal ein Stück Torte her. Und teste mal. Ham. Okay, gut. Ja, super. Totaler Hammer momentan. Das freut mich. Und weil das gerade so wunderbar ist, und beide jetzt auch sitzen und essen und keine Ahnung, was hier noch alles passiert. Ich mache jetzt Pause und beende diese Folge erstmal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesen vielen Überraschungen, Flirtereien, Küssen, Heiraten, Verloben und so weiter. Und im nächsten Part wird dann einfach mal weitergefeiert. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.